Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle News Video. Einige von euch haben es vielleicht heute schon auf Twitter mitbekommen heute Morgen, beziehungsweise, doch, es war heute Morgen. Und auf englischen Kanälen, weil die haben eine andere Zeit, die waren wach, die haben keine Schule. Es droppt eine neue LR-Karte. Wie immer, erstmal die japanische Version. Hört bitte auf zu fragen, kommt das Global? Ja, es kommt Global. Aber JP ist natürlich Erster, weil die sind immer Erster. Das ist die erste Version. Aber wie bereits gesagt, es droppt eine neue LR-Karte. Naja, sagen wir mal neu, weil es kommt das LR Ginyu Sonderkommando. Erneut. Mit dem Unterschied, dass vorne nicht Ginyu steht, sondern Goku. Beziehungsweise Ginyu in Son Gokus Körper. Ich werde mich am Ende des Videos darüber auslassen, wie sehr ich das verabscheue, was wir da bekommen, aber... Bis dahin sollte ich mir objektiv mal die Karten ansehen und euch natürlich erklären, was die denn so können. Und anfangen tun wir mit LR Ginyu persönlich, weil euch das wahrscheinlich am meisten interessiert. Mit ihnen drumherum droppen noch sowohl eine Rikum, Jis, Bata und Guldo Karte. Auf die gehen wir dann danach ein, die sind alle sehr wichtig, weil es heißt wohl, um diesen Ginyu zu bekommen, muss man diese Karten hier 100% bringen. Aber darauf gehen wir. Wir gehen erstmal darauf ein, was kann denn der neue LR Ginyu, das neue LR Ginyu Sonderkommando. Und dafür habe ich das Bildchen hier. Leader Skill. Ginyu Force Kategorie, Ki plus 3, HP Attack and Defense plus 100%. Wie ihr euch sicher denken könnt, wird die Ginyu Force Kategorie nicht allzu mächtig sein, da sie nicht mehr Karten hat als die, die heute gedroppt sind. Die jetzt droppen damit und die SR-Karten, die alten. Heißt, die besten Karten... kommen jetzt zuerst und man hat damit ein vorgeschriebenes Team. Man kann nicht bloß anders arbeiten. Hä? Deswegen auch 100%, weil sie hätten sogar 150 machen können, wenn man ganz ehrlich. Man hat da nicht so viel Auswahl. Ich finde, sie hätten mehr machen können. 120 wäre okay. Super Attack. Die 12 Key raised eure eigene Attack für einen Turn und macht natürlich kolossalen Damage. Die 18 Key macht mega kolossalen Damage und raised die Attack von allen Extreme Allies um 30% für einen Turn. Man nimmt die höchstens... im Ginyu-Team oder im Extreme-Team, also optimal. Die Passive, Glory of Evil, raises, also steigert Attack and Defense von allen Extreme-Types um 30% und raised Attack und Defense von allen Ginyu-Force-Kategorien um weitere 20%. Heißt insgesamt in seinem Kategorie-Team einen Attack-Boost an alle in der Rotation von 50%. Attack und Defense-Boost um 50%. In einem Mono-Extreme-Team einfach nur 30%. Ich muss sagen, auch hier wieder, LR Ginyu-mäßig, wir hatten ja schon mal die Karte, es ist wieder eine Support-Karte eher. Der Leader-Skill ist anders, der alte war alles 77%, er ist Kategorie-Leader für die Ginyu-Force. Passive, der alte war Ki plus 3, 7777, er ist Extreme-Tides, Attack und Defense 30 und Ginyu-Force Nummer 20. Er soll wieder supporten, aber er macht es auf jeden Fall viel besser. Ein insgesamt 50%igen Boost in seinem Team ist schon mal absolut nicht schlecht. Und 30 an sich in einem Extreme-Team ist auch wirklich gut. Ist also brauchbar. Die Links, Ginyu Force, super in seinem Team, Signaturposition, das sind alles Links, die sehr gut in diesem Team funktionieren, aber halt außerhalb nicht wirklich dolle. Ein kleiner Vorteil, er ist in der Namek-Saga-Kategorie. Ja, ist vielleicht brauchbar. Aber meiner Meinung nach merkt man stark, dass diese Karte einzig und allein in erster Hinsicht darauf ausgelegt ist, in seinem eigenen Team zu funktionieren, sprich in dem LR Ginyu-Team. Extreme, wie gesagt, findet Verwendung, aber naja. Gucken wir uns einfach mal an, was für Karten neben LR Ginyu noch so gedroppt sind. Und zwar gibt es eine neue Ginyu-Karte, die so aussieht. Ja, Körpertauschpose. Nichts allzu Spannendes. Was er kann, ist aber ganz okay. Leader Skill, INT Type Ki plus 2, HP Attack Defense plus 30%. Kann man also in die Tonne treten. Die Ulti, increased eure eigene Attack, macht Supreme Damage. Das geht ja klar. Die Passive, die gefällt mir recht gut, muss ich sagen, tatsächlich. Wenn ihr nur einen Gegner habt, kickt die plus 3 Ki und... sowohl Attack und Defense plus 70%. Wenn ihr zwei Gegner oder mehr habt, reduced ihr den Damage von diesen Gegnern halt um 50%. Ich nehme mal an, sobald man zwei oder mehr hat, wird sich das mit den einen Gegnern automatisch erledigen, aber heißt, bei einem Gegner macht ihr ordentlich Schaden und könnt ein bisschen einstecken. Und sobald ihr mehr Gegner habt, habt ihr eine Damage Reduction. Das gefällt mir ziemlich gut. Im World Tournament unter anderem könnte er ziemlich hilfreich werden. Weiß ich noch nicht. Müssen mal gucken, wie die neue World Tournament Meta so ist, was man alles benutzen kann.
Links, ihr seht schon, Genioforce angepasst. Kategorien, Namek Saga, Genioforce. Dann Bata. Ich weiß nicht übrigens, warum der hier übersetzt ist und der nicht. Ich habe die Bilder einfach ausgesucht von Twitter. Egal, die Übersetzung haben wir. Bata, AGL Type Key plus 2, HP Type Defense plus 30%. Wieder in die Tonne treten. Die Ulti macht Supreme Damage und raise die Defense. Super. Die Passive, Attack Boost von 10% für jede Keysphere, die man einsammelt. An sich nur okay, aber des Weiteren hat er eine hohe Chance, die Attacken vom Gegner den auszuweichen. To await, to dodge. Solange man ihn in der ersten Stelle in der Rotation setzt. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich mir vorstelle, dass wenn ich jetzt LR Ginyu und den INT Ginyu in der Rotation habe, dass ich die beide in die erste Stelle setze. Aber vielleicht ist genau das, dass er halt an der ersten Stelle sein muss und dann diese High Chains hat, der Grund, dass man ihn öfter mal keept. Heißt, erster Platz Bata, zweiter LR Ginyu, dritter INT Ginyu. Ist noch so eine Sache, je nachdem, wie gut sich das dann einfügt, aber ich könnte mir vorstellen, doch, Nappa. Bata ist schon brauchbar. Die Sache ist jetzt halt wieder, erster Platz, schön und gut, greift der Gegner da auch an. Links, drauf aufgebaut, Ginyu Sonderkommando, Shocking Speed, schön, macht Sinn bei Bata, Kategorien, Namek und Ginyu Force. Der nächste, Guldo. Oder Gurudo, wie man ihn auch nennen möchte. Guldo ist Tech-Type-Key plus 2, HP-Attack, Defense plus 30% beim Niederskill, wer hätte es gedacht? Die Super-Attack macht Supreme Damage mit einer Medium-Chance zu stunnen. Ich finde, bei Guldo hätte es schon eine High-Chance sein müssen, oder... Ach komm, er hat im Anime... Er war der Einzige mit dieser Fähigkeit, einen Gegner wirklich unbeweglich zu machen. Ich meine, hallo? Würde ich mich? Telekinese? Also er konnte doch wirklich... Und er konnte durch die Zeit springen. Derzeit war er quasi auch beweglich und der Rest nicht. Ich finde, er hätte eine höhere Stun-Chance verdient. Ne, Moment, General Blue konnte das auch und der hat die höhere Stun-Chance bekommen. Die Passive. Das ist wohl das Schlechteste, was wir jetzt haben in diesem Video. Reduziert die Attack und die... Ach ne, Moment, ich habe sie falsch verstanden, die ist trotzdem ziemlich schlecht. Reduziert die Attack und Defense vom Gegner, den du angreifst, um 20% für 2 Turns. Ich dachte allgemein um 20% nur für 2 Turns, aber den Gegner, den ihr angreift, der ist für 2 Turns dann immer reduziert. Heißt, wenn Guldo alle paar Turns wiederkommt, reduziert ihr für diesen und den nächsten Turn. Naja, an sich, ich finde 25 bis 30% hätten es eher tun sollen. Aber solange es halt wirklich länger 2 Turns geht, wenn man immer wieder ultet, ist das noch okay, ich habe es erstmal falsch verstanden. Trotzdem, eine eher weake Fähigkeit, also entweder High Chains gegeben auf Stun oder dann halt wenigstens dieses Attack und Defense um 25 oder 30 reduzieren, weil so ist das nicht allzu dolle. Muss ich wirklich sagen. Links, Ginyu Sonderkommando ausgelegt, Namek Saga und Ginyu Force Kategorie natürlich. Der nächste ist Geese, ihr seht schon, worauf das hinausläuft, wir haben nur Ginyu Karten. Geese, oder auch Jisoo genannt. Leader Skill, Moment, ich habe gerade hier Recom offen, das tut mir leid. So, Geese, Leader Skill, STR Type Key plus 2, HP Attack Defense plus 30%. Die Ulti Crusher Ball, Supremer Damage und 20% Attack Boost für alle für einen Turn. Heißt, wenn er und LR Ginyu ulten, ist das schon mal ganz nice, weil insgesamt 50%. Die Passive. Extreme Early Ski plus 2, Own Attack plus 20%. Und, das ist jetzt ziemlich nice, zeigt die Location einer Super Attack vom Gegner. Das ist eine komplett neue Mechanik, wenn ich mich nicht irre, weil sonst gab es nur ein Item dafür. Der erste Teil der Passive, Extreme Early Ski plus 2, naja, damit haben wir quasi das Key. Ginyu gibt die Prozente, Geese gibt das Key. Attack plus 20%, das ist ziemlich wenig, aber das ist auch einfach nur eine kleine Nebensache. Schön, dass sie sie eingebaut haben. Das Nice ist halt wirklich, reveal the location of the enemy super attack. Das könnte ziemlich hilfreich sein. Jetzt als Beispiel vor allem in einem Team von hier, dem Ginyu Sonderkommando. Bata hat die hohe Chance zu dodgen, wenn man also sieht, erster Turn, es sind nur zwei Attacken, aber eins davon ist eine Ulti. Sehe ich dann Geese, werde ich Bata da hinschicken, weil er halt eine hohe Chance hat, diese auszuweichen. Das gefällt mir ziemlich gut. Ich wünsche mir, dass mehr Karten das haben, dass sie sehen, wann ein Gegner ultet. Von mir aus eine Dokkan-Exclusive-Karte, die somit optimal in dein Team passt. Attack plus 100% und kann sehen, wo ein Gegner ultet. Oder Attack und Defense plus 80% und kann sehen, wo ein Gegner ultet. Würde mir persönlich ganz gut gefallen. Vielleicht dann sogar noch sealen. Weil eine Dokkan-Exclusive-Karte, die sealed, haben wir nicht. Oder von mir aus wirklich Attack 80%, kann zielen, sieht, wo der Gegner ultet. Wäre für mich gut. Wäre mal was anderes. Das wäre meine Idee. Kommt vielleicht ein eigenes Video. Ihr wisst. Aber an sich gefällt mir vom Prinzip her am besten in diesem Team. Links, Ginyu-mäßig aufgebaut, Ginyu-Saga. Kategorien, Planet Namek, Saga und Ginyu-Force. Könnt ihr euch denken. Und der letzte. Habe ich von dem jetzt kein Bild? Doch, hier. Recom, physisch. Leader Skill, physisch Key plus 2, HP Attack Defense plus 30%. Wer hätte es gedacht?
Suprema Damage und Greatly Reduced Defense. Schön, jetzt haben wir auch den Greatly Reduced Defense Guy. Gibt es ja immer bei Extreme. Die Passive, Defense plus 80%. Schon mal ganz nice. Und Attack plus 14% für jede Attacke received. Für jede, die man abbekommen hat, glaube ich. Ich glaube, bei dem bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Ich glaube, es war abbekommen hat. Heißt also, er kriegt einen Defense Boost, das er schon mal einstecken kann. Und für jede Attacke, die er dann einsteckt, kriegt er einen Attack Boost. Das ist ein ziemlich altes Prinzip. Naja, was soll man sagen? Insgesamt 70%. Resettet sich, wenn man den Kampf verlässt. Es ist aber okay. Heißt, insgesamt könnt ihr auf 70 Attack und 80 Defense kommen. Das ist ganz gut, das ist ganz gut. Links aufgebaut, Ginyu Sonderkommando entsprechend. Kategorien, Planet Namek und Ginyu Force natürlich. So, und jetzt, wo wir die alle uns angesehen haben, was sag ich denn dazu? Am Anfang des Videos, also an sich geht mir dieser Fakt tierisch auf den Sack, dass es das Ginyu Sonderkommando ist. Ich habe diese Typen nie leiden können. Ich habe sie nie leiden können. Sie war mir immer das Unsympathischste in jedem Spiel, weil ich musste dadurch, bevor ich gegen Freezer kämpfen konnte und zum Super Saiyan werde, also waren sie nur nervig. In der Serie haben sie einfach nur aufgehalten, bevor man gesehen hat, wie Goku gegen Freezer gehabt. Das war einfach nur ein nerviger Aufhalter. Im Endeffekt, was haben sie gerissen? Gut, war ein kranker Kampf. Goku war in dieser komischen Kammer. Aber niemand ist gestorben. Die hat mit Freezer gekämpft und sie haben... Ne. Sie haben... Okay, ein paar Sachen kann man bestimmt argumentieren, was sie gerissen haben. Aber für mich waren sie immer nur nervig. Nervig, nervig, nervig. Ich kann keinen von diesen Leuten hier leiden. Ja. Die einzig normalen sind vielleicht Jis und Bata noch. Und dieser Scheiß-Tanz immer. Aber ich muss zugeben, jetzt mal von abgesehen, wie schrecklich die Idee ist, dass es das Genie Sonderkommando mal wieder ist. Ihr zweiter LR vor Beerus und Opa Gohan und Cell und allen anderen wichtigeren Chars, ist das Team, was man mit denen hier aufbauen kann, was wir uns heute angesehen haben, eigentlich sogar recht hilfreich. Sie haben dafür gesorgt, dass jeder halt ein bisschen was anderes hat. Hier haben wir den, der immer stärker wird und ein bisschen einstecken kann. Hier haben wir den, der die Ulti voraussieht und supportet. Hier haben wir einen nutzlosen Spasten. Hier haben wir, was konntest du nochmal? Jemanden, der dodgen kann mit einer hohen Chance, wenn die dich nicht einsetzen. Jemanden, der dich gut Damage drücken kann. Und natürlich der Leader, der eh der Obermotherfucker sein soll im Endeffekt. Als LR auch noch. Die Idee ist gut. Es nervt mich halt nur, dass das Ginyu Sonderkommando ist. Frage ist halt, wen hätten sie sonst nehmen können für so ein Team? Vielleicht die Z-Fighter-Truppe und davon 6 raussuchen. Wäre mir lieber gewesen. Aber es stört mich halt wirklich extrem, dass es das Ginyu Sonderkommando ist. Mann. Das ist einfach nicht schön. Das ist. Ich mag die Truppe nicht. Aber das geht vielleicht nur mir so. Deshalb würde mich interessieren, freut ihr euch, dass es einen neuen Ginyu LR gibt, plus ein ganzes Team drumherum? Falls ja, sag mir nochmal, warum ihr die Ginyu Sonderkommando so mögt. Das würde mich mal interessieren, wer da Pluspunkte für findet. Falls nein, könnt ihr mir auch gerne mal eine Meinung da lassen, warum. Denn geht es euch einfach auf den Sack, weil es das Sonderkommando ist oder findet ihr das Team an sich nicht gut? Wenn ja, warum? Ich finde es eigentlich echt ausgeglichen und schön. Würde mich mal interessieren, also gerne in den Kommis diskutieren. Und damit war es das auch mit dem heutigen Dokkan Battle News Video. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich ultra freuen, wenn ihr ein Like und oder ein Abo da lassen würdet. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.